Guten Morgen. Ich heiße euch alle herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um zu erscheinen, um mehr von Gottes Wort zu lernen. Wenn Gäste unter uns sind, fühlt euch ganz wie zu Hause. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Mit diesen Dankversen aus 1. Thessalonicher lasst uns unser Haupt neigen für ein Gebet. Danke, Vater im Himmel, für diesen Sonntagmorgen. Danke für den gefallenen Regen. Danke für einen jeden Besucher, der erschienen ist. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit und Geduld mit uns Menschen. Danke für deine Allmacht. Wir danken dir auch, dass du unsere Gebete erhörst. Bitte, hilf uns, dankbar zu sein in allem, was wir tun, sei es zu Hause, auf der Arbeit, in der Schule oder wo immer man ist, dass wir dich nicht vergessen und all unsere Sorgen oder Freuden an dir abgeben. Ermahne uns in das, was wir tun, und leite uns auf deinen Weg. Segne diesen Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen. Zur Einleitung lese ich den Bibeltext aus 1. Samuel, Kapitel 17, die Verse 41 bis 47. Der Philister aber kam immer näher an David heran, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn er war noch jung und er war bräunlich und schön. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott und sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes, des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter den Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat, und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Soweit einmal der Bibeltext. Nun hören wir die Botschaft von Prediger Wilfried. Kämpfe in unserem Leben, die kennen wir alle. Die kennt jeder von uns. Das ist immer so gewesen und das wird auch in Zukunft so sein, dass wir werden kämpfen müssen. Und wenn wir daran denken, dann wollen wir manchmal gar nicht. Mir geht das jedenfalls manchmal so, ich möchte gar nicht. Aber das ist so. Und das wird auch so sein, das ist richtig so. Frage ist nur, was tun wir dann, wenn wir in Kämpfen sind? Wie verhalten wir uns? Wie reagieren wir? Und ich glaube, da sind die Reaktionen auch sehr verschieden. Einige, die ziehen sich vielleicht zurück und werden still und lassen es werden. Ich bin auch leicht einer von denen. Andere, die gehen zum Gegenschlag über, die schlagen zurück. Und denen ist dann auch egal, was passiert. Noch andere reden vielleicht schlecht über andere. Andere verbittern vielleicht. Wie immer die Reaktionen sein müssen oder was immer man dann tut, das ist sehr verschieden. Jeder von euch weiß von sich vielleicht am besten.
Die Geschichte von David und Goliath, die lehrt uns einige sehr interessante Prinzipien, wie wir in Kämpfen stehen können, was wir in Kämpfen tun können. Der Goliath, wenn wir ein bisschen die Geschichte wiederholen, der Goliath war ein großer Mann. Wir lesen in der Bibel von Riesen, circa 3 Meter hoch. Er hatte eine gute, eine sehr sichere Ausrüstung. Er hatte einen Helm aus Bronze, einen Schuppenpanzer, ungefähr 50 Kilogramm schwer, bronzene Beinschienen, ein Wurfspieß und einen Speer. Mit einer 7 Kilogramm schweren Eisenspitze war er bewaffnet. Und dieser Riese, dieser Mann, der redet groß, wie wir in Plattdeutsch sagen, groß reden, groß rede. Wir lesen da in Versen 8 und 9 im selben Kapitel, wo wir die Einleitung bereits gehört haben. Und er stellte sich hin und rief dem Herr Israels zu: Was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr sollt Knechte? Und so geht es dann weiter. Er spricht sehr viele Worte und sehr grobe Worte, sehr herausfordernde Worte. Und das tut er nicht nur einmal. Kommt nicht nur einmal dahin und spricht dann, sondern er kommt immer wieder. Hier steht in der Bibel in Vers 16, 40 Tage lang kommt er und fordert das Volk raus. Aber er tat es aus seiner eigenen Kraft, sich auf seine Fähigkeiten stützend, auf seine Erfahrungen stützt er sich. Er sagt: Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Dieser, der Goliath, der ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Mit anderen Worten, der hat viel Erfahrung, der weiß, wie man das tut. Und du? Doch sein Hinterhalt, worauf dieser Goliath sich verließ, dieser Hinterhalt, der täuschte ihn. Der ließ ihn zu Fall kommen. Er hatte sich auf seine Kriegsrüstung verlassen. Er hatte sich auf seine Erfahrungen verlassen. Er hatte sich vielleicht auch auf seine Mitstreiter verlassen. Aber die enttäuschten. Das ist die eine Seite. Da haben wir die andere Seite. Das ist die Geschichte vom Hirtenjungen David. Samuel salbt einen König, wenn wir das Kapitel 1. Samuel 16 davor lesen. Und dann wird dann auch ganz klar gesagt, wonach der Samuel schauen soll. In 16, Vers 7 steht: Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Das braucht gar nicht ein Riese sein. Ich habe ihn verworfen. Denn man sieht der Mensch, denn nicht sieht der Mensch auf das, worauf ein Mensch sieht. Entschuldigung, denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das war wichtig bei der Salbung des David. Danach sollte Samuel schauen. Das war wichtig. Und wie die Geschichte dann auch erzählt, die sieben Söhne Isais, die zogen vorbei und keiner von denen war es, der ausgesucht war. Und Samuel fragt dann: Sind das alle? Und dann kommen sie schließlich so weit, dass der David dahin kommt. Der Herr sieht das Herz an und das ist er, das war er. David hatte ein Herz, das Gehorsam zeigt. Und wenn wir diese Geschichte dann lesen, Kapitel 17 von Anfang an, dann steht da, dass sein Vater ihn rief und dass er ihn zu seinen Brüdern, seinen ältesten 3 Brüdern, die mit in den Krieg gezogen waren, dort sollte er hingehen, um zu sehen, wie es diesen Jungen ging. Schauen, wie es denen geht und auch noch gleich ein bisschen was zum Essen mitzunehmen für die Jungen. Und David, der war gehorsam. Der hatte eine Haltung des Gehorsams und er ging los. Er zog los.
Er zeigte sich, wenn wir dann weiterlesen, er zeigte sich Gott zugewandt. Und als er dann angekommen ist, trat der Riese wieder auf und David hört das, was da passiert. Und wir lesen ja dann noch, dass er bereit ist zu gehen und hinzugehen und sagen, ich werde mit diesem Riesen kämpfen und ich bin bereit im Kampf. Und dann zeigt sich bei ihm auch Widerstand. Da ist sein ältester Bruder, der spricht mit ihm in Vers 28. Und als Eliab, sein ältester Bruder, da schon beim Herr, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach, warum bist du hergekommen? Du hast ihn nach Gustad Alatum zum Gericht gekommen. Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. Mit anderen Worten, du solltest lieber zurückgehen, solltest dich hier gar nicht erst einmischen. Aber David hatte Mut. Er hatte Mut. Selbst auch König Saul wehrte ab. Und er sagte auch, du bist zu jung. Goliath aber sei ein Kriegsmann von Jugend auf, den Vers, den ich bereits gelesen habe. Das würde besser sein, du würdest das lieber sein lassen. Und dann passiert etwas sehr Interessantes, was David tut, und er sagt, ich habe es vertan. Ich habe es erlebt. Ich habe Vergangenheit. Auch wenn ich jung bin, habe ich Dinge schon erfahren. Versen 34 bis 37. Dann erzählt er seine Erfahrungen, wie er die Führung und die Hilfe Gottes im Kampf erlebt hat. Er hatte bei der Herde, hatte er nach den Schafen aufgepasst, dann kamen immer wieder auch mal wilde Tiere, Löwen und Bären. Und er sagt, ich habe diese Tiere, die habe ich getötet. Nicht aus eigener Kraft, aber der Herr ist es, der mir beigestanden hat. Das habe ich erfahren. Und dann steht da gar nicht so geschrieben, da kann man sich das ein bisschen vielleicht ausmalen. Na, was die Saulfläche sagt, naja, da war einmal Pröwe. Wie du kämst. Und er legte ihm die Waffenrüstung eines Soldaten an. Und er probierte auch, aber es fiel ihm schwer, damit darin sich zu bewegen und zu kämpfen, schon gar nicht. Und er sagte, ich kenne das gar nicht mit diesen Waffen und mit dieser Ausrüstung, mit dieser Kleidung. Und er legte sie wieder ab. Und er tat dann, was er konnte. Er tat dann, was er verstand. Er tat, was er wusste. Und nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Das konnte er, das verstand er. Darin war er bewandert. Und er tat etwas ganz Großartiges. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was hier in dieser Geschichte passiert, was hier in dieser Geschichte gesagt wird und was auch für unsere Kämpfe immer wieder im Leben wichtig ist. Er verlässt sich auf Gott. Du bist der Lef, du bist der Bär, du haltet hervor. Der wird mir nie halten. Der wird mir jetzt auch helfen. Und nicht nur das, sondern die Menschen, die Feinde und selbst das Volk Israel, die sollen sehen, dass ich der Herr bin. Ich bin König, ich bin Herr. Und nicht durch Waffen, nicht durch Gewalt oder wie es hier sagt, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Damit die ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft. Das sind Geschichten, die sind sehr interessant, die sind sehr faszinierend. Und diese Geschichte, die zeigt uns, dass der Kampf ist Realität. Das wissen wir alle, wie wir zu Anfang sagten. Wir wissen das, dass es Kämpfe gibt. Bei dem einen diese vielleicht Versuchungen, bei dem anderen Schwierigkeiten, bei dem anderen Vergangenheit,
bei dem anderen ausweglose Situation, wie immer das auch aussieht. Aber ich denke, in dieser Erfahrung, die wir gelesen haben in dieser Geschichte, da finden wir einige sehr wichtige Prinzipien, die uns helfen können in unseren Kämpfen, in denen wir im Leben, im Alltag stehen. Dass einmal David hatte eine gehorsame, eine gottesfürchtige Haltung, wie ich bereits zu Anfang erwähnt hatte. Er war Gott zugewandt. Er sagte, ich will den Weg gehen, den du mir führen willst, den du zeigen willst. Zweitens, und damit müssen wir auch immer wieder rechnen, auch wenn wir im Kampf schon sind, dann gibt es da auch noch immer wieder mal Widerstände. Da im Kampf mitten erscheint, wir sind schon vielleicht ein Ende vorwärts gekommen in dem Kampf und dann sei wie manchmal sieht, ein Schritt voraus und zwei voraus. So scheint das manchmal im Leben. So war das hier auch. Von dem ältesten Bruder haben wir gelesen. Der sagte, du solltest lieber zu Hause die Schafe hüten, best bist nicht hier gekommen. Und der König Saul selbst. Das gibt es. Widerstände gibt es. Eine dritte Sache, die David hier tut, ist, er schaut in die Vergangenheit. Er schaut in die Vergangenheit und sagt, das habe ich mit Gott erfahren. 34 bis 37, ich werde die Verse einmal lesen. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesen unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und das ist sehr wichtig, was hier jetzt gesagt wird. David sagt nicht, das habe ich aus eigener Kraft, aus eigenem Können getan, sondern der Herr hat mich errettet in diesem Kampf mit dem Bären, mit dem Löwen. Der Herr ist es, der mir geholfen hat. Der wird mir jetzt auch helfen. Er hat Erfahrungen gemacht und er hatte Gott kennengelernt und gesagt, der wird mir auch hier jetzt in diesem Kampf helfen. Eine vierte Sache ist, David tat, was er konnte. Die Schleuder und die Steine, das spürte sich ihm bekannt. Damit verstand er sich und er traf auch. Er tat, was er konnte. Und ich denke, das ist wichtig. Das, was wir können, das tun wir. Aber wir wollen immer wieder mit der Hilfe Gottes in unseren Kämpfen rechnen. Er verlässt sich auf Gott. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Er verlässt sich auf diesen Gott. Und eine letzte Sache, die Größe Gottes, die sollte hier in diesem Kampf sichtbar werden, damit die Menschen es sehen, dass Gott der Herr ist. Ich lese noch einmal Vers 47. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hände geben. Das soll hier sehr klar und deutlich rauskommen aus dieser Geschichte, aus dieser Erfahrung, dass es Gott ist, der hier in diesem Kampf geholfen hat. Nicht eine große Waffenausrüstung, nicht ein großes Heer, nicht viel Können, sondern der Herr ist es, der hilft. Und ich denke, das macht uns immer wieder auch Mut, in den verschiedensten Kämpfen, in denen wir stehen, zu sagen, der Herr ist es, der hier rauskommen soll, der sichtbar werden soll. Auf ihn wollen wir uns verlassen und er wird uns führen, er wird uns recht führen. Wir wollen beten. Gott, unser Vater,
Wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort und heute ganz besonders für diese Erfahrung, diese Geschichte aus dem Alten Testament. Danke, Herr, dass diese Erfahrung aufgeschrieben ist und dass du dich gezeigt hast in diesem Kampf. Wir danken dir, Herr, dass du derselbe Gott bist heute. Wir danken dir, dass wir können deine Kinder sein. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, wie immer unser Kampf auch aussieht, was immer wir durchzukämpfen haben, dass wir mit deiner Hilfe rechnen und dass wir uns von dir führen lassen. Und wir wollen dich loben und preisen, dass du es bist, der uns helfen wird, der uns beistehen wird. Danke, Herr, für deine Gegenwart und wir bitten auch weiter um deinen Segen. Amen. Danke an den Chor für das sehr passende Lied. Das war noch eine schöne Zusammenfassung oder vielleicht sogar der Schlusspunkt von der Predigt. Sehr passend. Dieser erste Teil kommt hiermit dann jetzt zum Abschluss und wir laden von hier aus auch ganz herzlich zur Gemeindestunde an, die jetzt gleich anschließend sein soll. Und wir wollen aber für die, die uns jetzt hier verlassen, Gottes Segen erflehen und ich lese 4. Mose Kapitel 6, die Verse 24 bis 26. Wir beten gemeinsam. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.